Ach Leute, dieser Planet ist so wunderschön, so befreit von allem, so ruhig. A quiet place to be. Lasst uns ihn komplett verunstalten, indem wir irgendwelche riesengroßen Fabriken bauen. Oh gosh. Und damit, hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Joecraft und herzlich willkommen zur ersten großen Showcase-Folge von Satisfactory City Project. Denn wir haben uns was überlegt. Mit wir meinen wir drei Spieler. RGB Pixel, Debitor und ich haben uns zusammengesetzt, um auf einem Satisfactory Server zu spielen. Und wir haben mittlerweile schon eine Spielzeit von 385 Stunden. Das hat natürlich was damit zu tun, dass der Server die ganze Zeit online ist. Und den Server betreten wir jetzt einmal. Ich möchte euch heute gerne zeigen, was wir alles gemacht haben. Denn natürlich haben wir nicht 385 Stunden gespielt. Entschuldigt für den Clickbait, aber das musste sein. Naja, letzten Endes habe ich ja nichts Falsches gesagt. Entschuldigung, trotzdem. Naja, wie dem auch sei, wir haben trotzdem einiges geschafft. Und ich werde immer mal wieder hier auf YouTube Folgen machen, die ich euch zeige, was wir gemacht haben. Oder ihr schaut direkt live ins Projekt rein. Heute Abend, Mittwoch, der 15.02.2023, findet ab 19:30 Uhr Satisfactory statt. Und wenn ihr das Projekt regelmäßig sehen möchtet, dann schaut immer montagsabends rein. Denn wir werden jeden Montagabend von 19:30 Uhr bis 23 Uhr dieses Projekt spielen. Sei denn, irgendwas anderes findet statt. Ich lasse es euch dann wissen. So, ihr seht, einiges ist passiert. Wir hatten, als wir begonnen haben, den Hub erstmal hier im Waldgebiet hingesetzt und haben erstmal ein bisschen angefangen, uns grob vorzubereiten. Und wir haben mal hier ein Beispiel dafür gemacht, was wir nicht machen wollen in diesem Projekt. Und zwar, das hier soll nicht Gegenstand des Projektes sein. Also wir wollen nicht Let's Game It Out spielen, sondern wir wollen das Ganze doch schon ein bisschen ordentlicher machen. Und Grund für all diesen Kladderadatsch, den wir hingesetzt haben, ist es gewesen, Züge freizuschalten, was uns dann schlussendlich auch gelungen ist. Und mit diesem feinen Zug hier, mal gucken, ob wir die Möglichkeit schon haben. Ne, ich muss in die andere Richtung gehen. Mit diesem Zug können wir jetzt dahin fahren, wo wir eigentlich etwas machen wollen. Denn wir haben etwas Großartiges vor. Hier auf YouTube lassen sich relativ viele Satisfactory Let's Plays finden. Sehr, sehr viele auch sehr, sehr gute Let's Player, die das wirklich toll spielen. Auf Twitch gibt es auch viel dazu schauen. Wir haben uns allerdings überlegt, dass wir ein bisschen was anderes machen wollen. Und zwar, wir wollen tatsächlich in diesem Projekt viel mehr Wert auf diesen architektonischen Wert von Satisfactory legen. Denn man kann Satisfactory richtig gut bauen. Nicht nur Fabriken bauen, sondern man kann auch wirklich schön bauen. Alles, was ihr jetzt gerade hier noch seht, ist, wie wir dazu sagen, temporär. Also wir werden das alles später abreißen. Und wir wollen tatsächlich Satisfactory ein ganz kleines bisschen anders spielen. Die Grundidee ist, dass wir erstmal anfangen, einen Teil der Welt komplett mit Beton zuzubauen und auf diesem Teil der Welt anschließend eine Stadt zu bauen. Deshalb heißt es auch City-Projekt. Wir werden eine Stadt bauen und diese Stadt wird eine Produktionsstadt werden. Das sollen Autos durch die Stadt fahren und hier geht das Ganze schon los. Ihr seht auf der linken Seite zum Beispiel ein paar Ölwerke. Die werden wir uns gleich nochmal genauer anschauen, denn ich möchte heute gerne zeigen, was wir gemacht haben. Und was ihr da hinten jetzt schon seht, ist die Stadtmauer. Bitte wundert euch nicht, der Zug, mit dem wir jetzt gerade fahren, das ist noch temporär. Also quasi, wir werden später einen offiziellen Eingang machen. Aber das ist später die Idee. Ich kann aber den Zug hier stoppen, an der Stelle hier auch gleich aussteigen. Und da seht ihr jetzt tatsächlich das erste Mal die Stadtmauer von Satisfactory City. Das wird eine relativ große Stadt. Idee ist tatsächlich auch, dass wie man echt eine Stadt eine Straßen gibt. Das heißt, wir werden ein Straßennetz haben, wir werden auch LKWs benutzen und Frachter benutzen. Und dann geht es hier aus dem Boden nach oben. Und da wären wir tatsächlich schon im Stadtgebiet. So, und wir haben einen klitzekleinen Teil bereits schon zu betoniert. Später wird noch viel, viel mehr zu betoniert. Wir wollen gleich von vornherein auch ordentlich hier, seht ihr quasi so mit Straßenmarkierung etc. arbeiten, sofern ich die Materialien habe. Was ihr hier links seht, ist zum Beispiel die erste Fabrik, die wir gerade am Bauen sind. Wir haben hier einen Radarturm. Dazu komme ich später, denn da hinten seht ihr vielleicht schon in der Ferne ziemlich verrückte Sachen. Und was wir hier links haben, ist die erste große Fabrik, die wir offiziell gebaut haben. Also wir haben uns vorbereitet, um jetzt anschließend erst so richtig loszulegen. Ihr seht schon, vor allem für die Spieler, die jetzt sich in Satisfactory nicht so gut auskennen. Warte mal, das ist ja rund gebaut. Ja. Denn man kann tatsächlich mit einigen Tricks hier in Satisfactory ziemlich verrückt bauen. Man kann rund bauen, man kann diagonal bauen. Man kann wirklich sehr, sehr, sehr coole Strukturen bauen. Und das ist unsere Idee. Also die Stadt soll wirklich erstrahlen. Und hier seht ihr zum Beispiel auch die nächste Sache, die Detailliebe und Detailarbeit. Das soll hier nicht zu kurz kommen bei diesem Projekt. Zum Beispiel da hinten haben wir Ölpumpen. RGB Pixel war so frei, die da hinten zu bauen. Und auch hier seht ihr quasi, wir wollen, dass das Ganze ordentlich ist. Auch hier zum Beispiel, wenn wir jetzt mal einfach mal dahin zoomen, dann seht ihr,
Wir haben direkt quasi so kleine Wassertore gebaut, durch die das Wasser später einfließen kann, ne, wie so eine Art großer Staudamm. Ich finde, das sieht allein jetzt schon ziemlich impressive aus, wenn man sich das so anguckt, Leute, oder? Und dann hier diese Pipeline mit dem Öl, auch hier, wie ihr seht, stützen im Meer. Das ist so eher die Sache. Also wir, natürlich, bei Satisfactory kann man bauen, wie man lustig ist, wie in Minecraft auch, aber wir wollen das Ganze möglichst realistisch aussehen lassen. So, und ihr seht da oben, ne, eine kleine Fabrik, die wir gebaut haben. Das ist eine Raffineriefabrik, die Plastik und Treibstoff herstellen soll. Jetzt können wir hier unten reingehen, wir werden später so eine Art Kanalisation innerhalb der Stadt haben. Haben dann so Schächte, über die beispielsweise hier das Öl nach oben gebracht wird. Seht ihr quasi so mit Förderschächten und Pumpen und sonstigen Sachen. Und ja, das Gebäude hier allein ist noch nicht mal fertig. Also wir müssen noch hier eine ganze Menge machen. Aber ihr seht hier zum Beispiel die ganzen Raffinerien, die arbeiten. Und jetzt seht auch so ein bisschen das Konzept später. Also es wird noch alles ein bisschen ordentlicher gebaut. Wir arbeiten wirklich mit allem Möglichen. RGB Pixel ist auch hier vor allem derjenige, der sich sehr, sehr gut mit dem Spiel auskennt. Debitor kennt ihr aus Minecraft, ist begnadet guter Bauer und kann sich auch sehr, sehr cool Sachen vorstellen, wie die aussehen sollen. Und ich bin so ein bisschen der Joe hier, ne, der so ein bisschen die verrückte Vision hat, dass das am Ende mal eine richtig krasse Stadt werden könnte. Und ich denke, in diesem Trio sind wir echt eine gute Truppe. So, und hier seht ihr schon, Idee ist, hier in dieser Fabrik, ne, kommt auch ein Dach drauf, wird noch fertig, soll beispielsweise Plastik hergestellt werden. Und das Plastik soll dann hier zu einer Garage transportiert werden. Und LKWs sollen dann innerhalb der Stadt über ein Straßennetz nun diese Items zu den weiteren Fabriken bringen. Also natürlich werden wir Förderbänder etc. nutzen, aber hey, wir bauen hier ein Straßennetz. Guckt ihr mal die Detailarbeit an. Wir haben sogar die Straßen ein kleines bisschen tiefer gemacht, dass wir einen Bordstein haben. Und dann sollen LKWs später hier durch die Straßen fahren. Wir wollen Bahnhöfe bauen, Züge liefern Items aus der ganzen Map an. Das heißt, wir haben irgendwo in der ganzen Maps Items, die Züge liefern das an. Und ja, genau, hier in diesem ganzen oberen Bereich, also alles, was ihr hier seht, wird später komplett diese riesengroße Stadt. Es wird komplett zugebaut. Das ist so die Idee. Dann wollen wir natürlich auch ein paar schönere Sachen machen. Zum Beispiel, auch das ist ganz cool. Ihr seht zum Beispiel hier, wollen wir den Fluss so ein bisschen integrieren in die Landschaft. Ja, haben wir zum Beispiel hier eine Straße runtergebaut. Und die Idee ist dann später, dass wir hier so den Fluss durchlaufen lassen bis zum Meer, quasi so eine Art Tunnelpassage bauen. Es soll halt wirklich eine richtig gigantische Stadt werden, so die entsteht. Das neueste Projekt, was wir uns vorgenommen haben, und das ist das Projekt, was ihr auch heute Abend im Livestream sehen werdet, ist der Umzug. Denn wir sind jetzt quasi mit diesem Early Game fertig. Also wir haben alle wesentlichen Sachen freigeschaltet, als dass wir nun anfangen können mit den großen Bauten. Später wird es natürlich auch diese Map zum Download geben, aber da müsst ihr euch ein bisschen geduldigen. Und jetzt wollen wir erstmal unser Lager bauen. Und wenn wir unser Lager bauen, muss das natürlich ein ziemlich bemerkenswertes Gebäude werden. Und ihr seht schon hier allein die Fassade dessen. Die Idee ist, dass das hier später unser Headquarter wird. Und unser Hauptquartier wird direkt am Weltraumlift liegen. Und Debitor und ich haben im letzten Livestream wirklich 4, 5, 6 Stunden lang durchgegrindet, um das hier zu erreichen. Wir haben zum Beispiel hier in diesem Blueprint Designer uns ein Fassadendesign überlegt, denn diese Fassade wird dann später hochgeführt. Ich finde allein jetzt schon, es ist nur ein kleines Stückchen von diesem Turm gebaut. Stellt euch vor, später ein Wolkenkratzer, der hier hochgeht, der bis da hoch wirklich nach oben geht, so eine Art richtig krasser Turm. Und ihr seht allein jetzt schon hier, wie nice das aussieht. Und die Idee ist auch später, dass wir hier in der Mitte den großen Weltraumlift haben. Yep. Sieht fein aus, oder? Kann man nicht anders sagen. Sieht schon wirklich nice aus. Wollen wir tatsächlich auch so richtig weiterarbeiten? Also wir können zum Beispiel jetzt auch hier diese Blenden hier setzen und das Ganze soll dann später durchgehen. Hi Leute, ihr seht schon, ja, wir nehmen das ernst. Wir nehmen das sehr, sehr ernst, dieses Projekt, und wollen hier wirklich das ein oder andere Großartige erreichen. Wir haben hier zum Beispiel auch eine Rampe, die nach oben geht. Die führt dann später in unser Lager rein. Da kann man auch später mit einem Factory Card oder so hochfahren, so eine Helix. Und die Idee ist, dass dann später auf dieser Ebene, die ich jetzt erreicht habe, auf dieser Höhe, wird dann später unser Lager entstehen. Wir wollen ein rundes Lager bauen. Boah, Leute, das wird so hammergeil. Ich freue mich übelst darauf, weiterzubauen und vor allem weitere Sachen zu machen. Werden dann auch demnächst, ne, stellt euch vor, dass hier alles wird später betoniert. Wir werden diese ganze Fläche später zuziehen, bis da hinten zu diesem Gebirge, bis da hinten zum Meer. Auch das alles wird zubetoniert. Ich denke mal, ihr könnt euch vorstellen, dass das am Ende ziemlich geil aussehen wird. Naja, Mission jetzt für den Anfang ist erstmal dieses Hauptlager zu bauen. Ich werde euch hier auf YouTube immer wieder so kleine Update-Folgen geben. Aber vergesst bitte auch nicht, bei den anderen Kanälen vorbeizuschauen. Abonniert gerne mal RGB Pixel auf YouTube und Debitor.
denn bei denen wird es bestimmt auch den einen anderen Videoclip, das Short oder vielleicht auch ein ganzes Video zu diesem Projekt geben, wenn dann die größeren Sachen anstehend kommen. Das ist Satisfactory City Projekt. Vielleicht noch an die Leute, die es jetzt auch nicht mitbekommen haben. Ich habe mein Satisfactory Projekt soweit beendet und ihr findet einen World Download auf meinem Discord. discord.gg/thejoecraft. Leute, heute Abend geht's weiter und ich halte euch natürlich hier auf YouTube auf dem Laufenden. Vielen, vielen, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch alles Gute, macht's gut, bis bald und ciao, Leute.